Hi zusammen, mein Name ist Christoph Dücker und ich bin Inhaber der Firma DCE Pro. Und das heutige Thema heißt, geradeaus ist manchmal länger als man denkt. Ist der kürzere Weg immer der schnellste? Zu dem Thema, geradeaus ist manchmal länger als man denkt, möchte ich euch hier heute mal zeigen, wie das in der Praxis laufen kann. Also, wer kennt denn das nicht? Wir haben Zeitdruck, wir haben Erwartungshaltung und viele andere Einflussfaktoren, die uns natürlich die Entscheidungen, die wir durchziehen wollen, immer mehr beeinflussen. Das heißt, von außen kommen Dinge, die uns die Lockerheit an den Entscheidungen ganz leicht nehmen. Und das Ziel, was viele von uns doch haben, ist, sowohl den Auftraggebern und auch den Verantwortlichen bestmöglichste und schnellste Aufgabenerledigung vorzulegen, den ganzen Dingen gerecht zu werden. Und so gibt es auch einige, die sehr erfahren und erfolgreich sind und auf ihren Dingen, die sie machen, immer wieder aufbauen, weil sie sagen, damit habe ich doch recht gehabt. Das hat doch alles funktioniert. Damit bin ich erfolgreich geworden. Das sind meine Erfahrungen. Und auch das sind Einflussfaktoren bei Entscheidungen. Das heißt, Erfahrungen und Erfolg beeinflusst meine jetzige und zukünftige Tätigkeit. Dabei ändern sich heutzutage nicht nur die Zeiten, sondern auch ganz klar Situationen und Rahmenbedingungen. Und das heißt auch, sich da anzupassen. Den einen Menschen fällt es leichter, den anderen fällt es schwerer. Allerdings sind stets die Menschen, die offen sind, auch für die Zukunft besser aufgestellt. Schauen wir uns mal so ein Berufsbild etwas genauer an. Da spricht man ja, wenn man weiterkommen möchte, von der Erfolgsleiter, von der Karriereleiter. Und wenn man sich bildlich vorstellt, so eine Leiter, die nach oben oder unten geht, ist das der Weg, den wir vorhaben. Vor allen Dingen die Leute, die erfolgreich sind und die ersten Sprossen gut erklommen haben, werden auch weiterhin genau den Weg gehen, weil sie sagen, das hat mich ja nach vorne geführt. Und hier möchte ich meine Denkweise einfügen, wo ich sage, wir sprechen vielleicht nicht von einer Karriereleiter, sondern eventuell mal von etwas Alternativem, einem Karrieregerüst, wo es nicht nur nach oben und nach unten geht, sondern wo die Kreativität viel höher ist. Man kann in unterschiedliche Richtungen laufen. Und manchmal ist der Weg, den ich nach rechts oder links schreite oder zumindest mal nach rechts oder nach links gucke, viel einfacher, weil ich mir weitere Infos reinhole, um meinen Erfolg, mein Projekt, meine Aufgabe besser hinzubekommen. Also gedanklich weg von der begrenzten Leiter hin zu dem kreativeren Gerüst. Und diese kreative Haltung, damit umzugehen, möchte ich mal an einem Beispiel festmachen. Mich hat letztens ein Verantwortlicher angesprochen, der für den Einkauf zuständig ist in einer großen Firma. Und die Person sagte mir, gut, dass ich nochmal darüber nachgedacht habe. Ich war mir so sicher, dass mein Weg und meine Entscheidung, die ich jetzt für den Einkauf getroffen habe, genau das Richtige ist. Dieses Element, was ich kaufen wollte, wurde gefördert. Das kam bei den Mitbewerbern gut an. Die haben damit super arbeiten können. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, wäre durchs Budget gegangen, alles hätte funktioniert. Und irgendwas hat mich dazu getrieben, nochmal zu der Basis zu gehen, in die Produktion und 2, 3 Personen zu fragen, wie sie das eigentlich finden. Und diese Personen haben mir einen wesentlichen, wichtigen Hinweis gegeben, den ich vorher nicht beachten konnte, weil ich es nicht wusste. Und somit haben wir den Einkauf dementsprechend angepasst, dass sowohl im Workflow in der Produktion es ideal einzusetzen war und auch zum Budget gepasst hat. Und nicht immer das Neueste und das Schnellste und das Tollste ist das Beste, sondern die Kombination daraus, dass gefragt worden ist, mal einen anderen Weg zu gehen und nicht den alten Stiefel zu fahren, hat der gesamten Mannschaft, dem gesamten Team echt geholfen. Und natürlich dem Einkäufer auch. Der Endeffekt dabei war, dass nicht nur der Entscheidende oder dass nicht nur die entscheidende Person jetzt einen großen Erfolg hatte, damit das genau richtig eingekauft wurde, sondern die Personen, die gefragt worden sind in der Produktion, hatten auch ein saugutes Gefühl, weil sie haben ja mitbestimmt und mitentschieden, dass das Richtige gekauft wurde. Summa summarum heißt das, häufig lohnt sich tatsächlich nicht den geraden Weg zu gehen, der anscheinend schneller und kürzer ist, sondern vielleicht mal eine kurze Zeit zu nehmen, rechts und links zu schauen nach Alternativen. Und wer Alternativen nutzen kann und sie abwägt und sie einsetzt, hat 2 große Vorteile. Vielleicht ist es einfach auch nur eine Bestätigung, dass der bisherige Weg oder die bisherige Entscheidung richtig gewesen wäre. Das ist ja schon mal cool, wenn man eine Bestätigung nochmal von außen bekommt. Und der zweite Punkt wäre, dass, wenn es eine Alternative wäre, hat man dadurch einen weiteren Weg, um sicherer und souveräner in Zukunft vorgehen zu können.
und man beißt sie nicht so fest an einem Weg, sondern nützt die Alternative. So, dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg beim Ausprobieren. Denkt bewusst mal an das Gerüst und nicht nur an die Leiter. Es wird sicherlich die eine oder andere Chance geben, wo ihr hinterher sagt, wow, das war echt cool. Dazu viel Erfolg und viel Spaß. Freue mich über Fragen und Kommentare und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, bis dann.